Kurpfalz, eine Initiative für Demokratie und Aufklärung. Mein Name ist Achim, ich bin Anmelder und Versammlungsleiter. Das sind Kai, ein Immunologe, Annette, Sozialarbeiterin und Naomi Tarikpur, unser Krankenpfleger. Ich organisiere seit Mai 2021 regelmäßig Demos im Raum Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Dabei auch die Montagsspaziergänge in Mannheim, um die Menschen in den in Mannheim übergriffigen Polizeieinsätzen davor zu schützen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Zeitung gelesen habt, dass zum Teil 2000 Menschen brutal von Polizei in Mannheim eingekesselt und verprügelt wurden. Ist ja unser aller Crewführer. Also ich bin der Naomit Tarikpur. Ich bin in Auftrag meiner Partei Bündnis 2030, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, die Klimadiktatoren hier. Lassen Sie sich von der Aufmachung nicht täuschen, aber ich bin, wie alle meine Kollegen in der Regierung und in der Partei, ein ungedienter Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Wir sehen zum Beispiel, dass, oder wir sehen immer, dass grünes Gaga krank macht. Zum Beispiel und ganz besonders junge Menschen und Kinder. Ende März hat mal wieder Fridays for Future die Schüler im ganzen Land zur Klimademonstration aus den Schulen geholt. Nach 2 Jahren Corona-Schulchaos. Das war wirklich gut, dass die Kinder mal ein bisschen Abwechslung bekommen haben. Die Schulgärten werden zugepflastert, Unterricht wird ins Homeschooling an die Bildschirme verlagert. Wenn Lockdown ist, werden die Jugendlichen aus den Grünanlagen vertrieben. Sogar den ganz Kleinen wurde das Spielen im Freien verboten. Aber nun werden sie wieder schnell alle herbeigerufen, damit sie für das 1,5-Grad-Plan-Ziel der Grünen Partei die Schule schwänzen. Die Instrumentalisierung unserer Kinder im Namen von Bevölkerungsgesundheit und Weltklimarettung geht also weiter. Das ist grünes Gaga. Deshalb bin ich hier. Liebe Freunde und Freundinnen des Rechtsstaats, ich beschränke mich auf eine Anmerkung zu einer grünen Gaga-Entscheidung, die euch nicht entgangen ist und die von dort oben moderiert worden ist. Es ist das sogenannte Bundesklimaschutzgesetz, ein Gaga-Gegenstand, von dem man nicht weiß, und das ist nämlich das Merkmal des Gaga, man weiß nicht, ob es Unfug ist, das Erwachsenen zugemutet wird, oder ob es ein gefährliches Ding ist, das gleich explodiert. Ursprünglich hieß es, die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990
schrittweise gemindert, bis zum Jahr 2030 um 55%. Danach bis 2040 um 88%. Wer kontrolliert das wie? Was meinen diese Gesetzgeber damit? Offenbar fühlten sie sich alle wohl damit. Die politische Klasse des Bundestages hat es nicht für wert empfunden, über diese Formulierung überhaupt mal nachzudenken. Gesetze werden nämlich nicht ausgeführt, indem man sie ins Bundesgesetzblatt reinschreibt, sondern durch die Verwaltungen der Länder. Liebe Freundinnen und Freunde der Freiheit und der Vernunft, seit über 2 Jahren kämpfen wir nun gegen die Corona-Hysterie und gegen den Druck, sich Gene spritzen lassen zu müssen, nur um einen Teil unserer Freiheiten wieder zurückzubekommen. Aber noch immer sind viele Politiker und auch Normalbürger komplett vernunftresistent und verweigern jegliche Auseinandersetzung mit der Realität. Man kann das ein Stück weit mit einer Angstpsychose erklären, aber das Problem ist viel größer. Wir haben es mit einer gesamtgesellschaftlichen Verblödung zu tun, die vor vielen Jahrzehnten begonnen hat. Die Grünen sind dabei nur die Spitze des Eisberges oder anders ausgedrückt, sie sind die sichtbaren Pilze, während das Pilzmyzel als feines Wurzelwerk im Boden verborgen bleibt. Der Corona-Faschismus begann nicht 2020, sondern mit der sogenannten sexuellen Revolution der 68er-Bewegung und mit der Werbung für Pädophilie durch den schwulen Sexualwissenschaftler Professor Helmut Kentler, der von 1976 bis 1996 an der Universität Hannover sein Unwesen trieb. Wer die Homosexualität gegenüber der Heterosexualität nicht als absolut gleichwertig bezeichnete, wurde in den 90er Jahren bereits derart gesellschaftlich und politisch ausgegrenzt wie heute die Ungeimpften. Inzwischen muss man auch noch seine Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung für Bisexuelle, Polysexuelle und Transsexuelle bekunden, wenn man eine politische Karriere machen will. Ich habe nichts gegen diese Menschen. Aber ich will nicht einfach alles toll finden müssen. Das Buch Gender Gaga von Birgit Kelle zeigt auf, was für ein irrationaler Schwachsinn diese ganze Ideologie ist. Aber heute erkennen wir, dass der grüne Gaga keine lustige Spielerei ist und dass es dabei nur peripher um sexuelle Neigungen und Identitäten geht. Vielmehr dient die Gender-Ideologie dazu, vernünftige Menschen mit Rückgrat aus der Politik zu entfernen. So kristallisierte sich ein Politikertypus heraus, der nichts in Frage stellt und bei allen Narrativen, die gerade von den Medien gehypt werden, mitmacht. Der Höhepunkt der Irrationalität ist die These, das Geschlecht sei nur ein soziales Konstrukt. Das ist komplette Verneinung der Biologie. Getarnt wird diese Wissenschaftsfeindlichkeit durch ein angebliches Engagement für diskriminierte Randgruppen. Wie egal den Grünen diskriminierte Randgruppen in Wirklichkeit sind, bekommen aktuell die Ungeimpften zu spüren.